Wenn ein Kunde Ihnen einen Artikel zurückbringt, das wir im Übrigen in dem Video Artikelrücknahme bereits erklärt haben, können Sie das natürlich mit WAWI Profi 3 machen. Ich mache das jetzt einfach mal ohne große Dokumentation und sage, wir haben dieser Bon, genau in diesem Bon hat der Kunde uns diese Hose zurückgebracht und ich sage, ich will die Hose zurücknehmen. So, nun können wir auf Bezahlen gehen und wenn der Zahlbetrag negativ ist, hier bei Zahlbetrag, dann können Sie entscheiden, was Sie tun wollen. Wollen Sie dem Kunden einen Gutschein erstellen oder wollen Sie dem Kunden den Betrag auszahlen? Ich bitte zu berücksichtigen oder hier mal ein Augenmerk drauf zu werfen. Hier steht in der Mitte Ihre Auswahl. Gutschein erstellen, habe ich so eine Geschenkbox, Gutschein erstellen. Und Betrag auszahlen, habe ich Betrag, also so einen Geldsack mit so einem Pfeil nach links. Warum wird die Option nicht gleich ausgeführt, wenn Sie irgendwo draufklicken? Ganz einfach, um sicherzustellen, damit der Vorgang erst dann abgeschlossen wird, wenn er abgeschlossen werden soll. Ich möchte vielleicht noch an der Stelle mit bemerken, dass Sie natürlich zu einer Rücknahme jederzeit einen Artikel verkaufen können. Dass Sie sagen, der Kunde bringt etwas zurück, ja, wir haben die Rücknahme gemacht, aber zugleich kauft der Kunde auch was. Somit haben Sie dementsprechend einen reduzierten Betrag, also den Sie in dem Fall auszahlen müssen, weil 89,95 sollten Sie auszahlen, 19,95 kauft der Kunde ein. Somit haben Sie natürlich eine Auszahlungsreduzierung, um den mitgenommenen oder um den Kauf, um die Kaufsumme oder um die Summe des mitgenommenen Artikels. Ich bitte um Verzeihung, jetzt hätte ich es beinahe nicht mehr rausgebracht. Okay, wir gehen auf Bezahlen und sagen Gutschein erstellen. Machen wir das einmal und sagen bestätigen die Auswahl und sagen wir ja, wir wollen einen neuen Gutschein erstellen. Dieser Gutschein wurde nun erstellt und ich gebe jetzt mal was ein, den wir jederzeit nun einlesen könnten. Wir gehen auf Bezahlen und sagen Gutschein einlösen. Hier sehen wir unseren Gutschein, den wir gerade erstellt haben in Höhe von 69,96, den der Kunde jetzt komplett oder auch in Teileinheiten einlösen kann. So, dann machen wir hier nochmal Folgendes. Artikelrücknahme aus Bon. Ich sage jetzt, und von dem Artikel, den will ich jetzt, den ersten Artikel will ich zurücknehmen und sage weiter. So, jetzt haben wir diesen Testartikel zurückgenommen und jetzt sage ich bezahlen und könnte natürlich an der Stelle sagen, Betrag auszahlen, bestätige hier unten meine Auswahl und drucke meinen Bon oder drucke keinen Bon. In der Regel sollten Sie natürlich einen Bon drucken, damit der Kunde Ihnen den Betrag oder das Aushändigen der Auszahlung bestätigen kann. In den Bonkopien sehen wir das jetzt hier auch, dass wir hier eine Barauszahlung hatten. Schön ist es auch, wie in der Artikelrücknahme-Video erklärt, dass Sie, wenn Sie diesen Weg über die Toolbox gehen, immer eine Referenz auf den Originalbon haben. So können Sie oder eventuell einen Prüfer zu einem beliebigen Zeitpunkt reproduzieren, warum Sie diesen Artikel zurückgenommen haben und aus welchem Bon der Ursprung war. Das heißt, woher kam der ursprüngliche Verkauf? Ja, das war's schon mit den Auszahlungen in der Kasse.